kann losgehen. Neben mir steht Hinrich Winter. Herr Winter, Energie auf der einen Seite ist jetzt Thema bei Ihnen, wird Schul- und Berufsausbildung großgeschrieben. Warum? Was haben Sie davon? Können Sie den Schülern was Praktischeres beibringen? Merken Sie ein bisschen mehr, wo es lang geht und wie hängt das Ganze mit dem Projekt hier zusammen? Für uns ist eigentlich wichtig der Schwerpunkt zwischen Übergang zwischen Schule und Beruf. Wir versuchen den Schülern durch nachhaltige Projekte Praxisbezug zu bekommen, denn für die Zukunft gibt es hier in Nordfriesland Arbeitsplätze und wir versuchen in unserer Schule schon Lerninhalte mit erneuerbaren Energien den Schülern rüberzubringen, damit sie später hier bei uns in der Region auch einen Arbeitsplatz bekommen können. Das müsste ich fragen, seit wann gibt es diese Projektarbeit? Oder andersrum, sind schon sozusagen einige in den Beruf rübergegangen, wo Sie sie heiß gemacht haben auf den Job? Wir machen diese Projektarbeit schon seit über 10 Jahren. Ja. Die ersten sind jetzt gerade in Flensburg bei Herrn Professor Hohmann rausgekommen als Energie- und Umweltmanagement-Absolventen. Und das sind so die ersten Früchte, wo wir sagen können, dass unser Weg, den wir beschritten haben mit unserer Projektarbeit, Früchte erhalten. So wie ich das bei Ihnen höre, ist das nicht ein Projekt, das Sie machen müssen, sondern eins, was Sie machen wollen. Ja, und das Entscheidende dabei ist, das ist nicht nur alleine meine Person, die das macht, sondern wir haben ein Kollegium, das dahinter steht. Beim Projekt Elektromobilität haben über 15 Kollegen mit 200 Schülern an dieser Projektarbeit über ein Jahr mitgearbeitet. Und das ist also nicht nur eine Sache, die ich persönlich mache, sondern auch eine Sache, die eben von der ganzen Schule entsprechend getragen wird. Und bei den Schülern kommt es an? Ja. Also wir haben wirklich Erfolge, dass überall in den Firmen, die jetzt wie Pilze aus dem Boden gesprungen sind, die Schüler schon ihre Arbeitsplätze gefunden haben und fühlen sich da sehr glücklich drin. Toi, toi, toi für Ihr Projekt. Dankeschön. Okay, Dankeschön. Wir sind fröhlich und ich freue mich für den Niebel, ne? Wenn in meiner alten Heimatstadt Niebel sowas Gutes auf den Weg gebracht wird. Ja, klasse.